Wir freuen uns darauf, für Sie dieses Spiel kommentieren zu dürfen. Frank Buschmann und Manni Breukmann. Im letzten Spiel also eine heftige Niederlage und wir sind gespannt, ob es heute besser läuft. Nöte. Dieses Ding nicht rein. So viel kriegt er da vorne im Spiel. Weil er sich einfach nicht richtig zum Ball stellt. Und das ist dann von der Schusstechnik her einfach nicht würdig. Den muss er ganz anders nehmen. Müller. Philipp Lahm mit einer Grätsche. Jérôme Boateng. Arjen Robben in Ballbesitz. Schweinsteiger am Ball. Ribéry. Jetzt hat er die Chance, um zu flanken. Riskant. Direkt vor dem Tor abgeblockt. Wird angeschossen und der Ball rudelt ins Aus. Und Eckball gibt's. Achtung, Kopfball. Und es war ein so schöner Kopfball. Ja, aber das hilft nichts. Der muss rein. Müller. Ja, so kann es weitergehen. Gut geflankt hat er. Und jetzt hat sie es. Das Tor! Ich weiß auch nicht, ob er Befehle aus dem All kriegt, aber er steht immer genau richtig. Das ist Instinkt, Manni. Das hat mit allem nichts zu tun. Das ist einfach Instinkt. Na bitte, und sind wir mal ganz ehrlich, wenn wir uns das nochmal anschauen, es wäre ja eine Schande gewesen, wenn diese Flanke nicht verwertet worden wäre. Ballbesitz für Bayern München. Eben? Ach Gott, nee, das war doch viel zu schwach, viel zu harmlos. Kein Problem. Ganz sauber den Zweikampf geführt und dem Gegner den Ball abgelost. Ribéry. Er hat eine einzige große Liebe und das ist der Ball. Toll gemacht! Und? Den Ball kannst du auch nicht halten. Ja, überragend gemacht. Müller. Toni Kroos. Das haben wir heute schon ein paar Mal von ihm gesehen. Entschlossen geht er dazwischen. Ja, abgeblockt. Die Möglichkeit. Und er trifft. Wird der Trainer jetzt reagieren? Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen. Denn der hat ja schon zwei Tore gemacht. Ja, das ist einfach super gemacht. Genau gesehen, wo die Kugel hinkommt, im richtigen Moment hochgestiegen, genau platziert, ein Traumtor. War nicht so gedacht, Philipp Lahm hat den Ball. Wenn das mal nicht gefährlich wird, das sind Situationen, die können teuer zu stehen kommen. Ballverlust im Aufbauspiel. Jérôme Boateng. Ja, das hat er kommen sehen, als hätte er es geahnt. Ribéry. Ja, da sollten Sie den Ball lieber nicht verlieren. Ball im Tor aus, Abstoß.
Jerome Boateng. Rafinha. Toni Kroos. Ribéry. Da trudelt der Ball frei übers Spielfeld. Jetzt greift er ihn an. Spitzenmäßige Hereingabe. Gestört hat er ihn, aber den Ball hat er nicht gekriegt. Das gehört nun tatsächlich zum Grundrepertoire. Das kann auch ein Schülerkeeper. Ja, also wenn er den nicht locker aufnimmt, dann weiß ich gar nichts mehr. Schweinsteiger am Ball. Eine sehr erfolgreiche Grätsche. Rafinha. Toni Kroos. Ribéry. Was für eine Beschleunigung. Da siehst du doch nur noch die Hacken als Verteidiger. Jetzt ist er durch. Oh Gott, war das knapp. Alle ausgespielt, bis auf den Torhüter. Der ist zur Stelle. Und jetzt hat er freie Bahn. Der Assistent zeigt an, abseits. Rafinha. Und noch ein Tor für Bayern München. Jetzt wird nichts mehr anbrennen. Im Normalfall war es das. Dazu sind die Bayern einfach zu abgezockt. Wenn der Ball so platziert ist, da ins untere Eck, das ist für jeden Torhüter schwer zu halten. Dann bringen wir es auf den Punkt. Das ist unmöglich. Wer sich zur Pause schon drei gefangen hat, der hat ein Problem. 3:0 der Halbzeitstand. Anstoß zum Beginn der zweiten Halbzeit. Rafinha. Arjen Robben im Ballbesitz. Sehr gute Flanke. Oh, gefährlich, freier Ball. Nöte. Und das macht er richtig gut. Sauber geklärt. Ribéry. Oh, das könnte gefährlich werden. Unnötiger Ballverlust. Natürlich war das ein Foul, aber der Schiedsrichter sagt Vorteil. Und das sagt er zu Recht und das tut dem Spiel gut. Er hat das Preisausschreiben um den Ball gewonnen. Müller. Ja, was ist das denn? Eine Grätsche von Arjen Robben. Egal, wo der Ball herkommt, diesmal von der Seitenlinie. Ein Ballverlust dieser Art dürfen Sie sich einfach nicht erlauben. Nöte. Balleroberung auf der Außenbahn. Die Chance zum Angriff. Nöte. Jetzt ist er ganz frei durch. Geht er rein? Meine Güte, hat er den verzogen. Ja, und vor allem, wie stellt er sich denn da? So kann das nichts werden. Ja, da muss es Gelb geben. Ballbesitz für Bayern München. Bad Stuber. Toni Kroos. Der Ball geht ins Tor aus und deswegen gibt es Abstoß vom Kasten.
Ribéry. An der Stelle möchte kein Spieler den Ball verlieren. Gute Flankenmöglichkeit jetzt. Fast so schnell wie David Odomko, aber der war zu schnell für den Ball. Der könnte passen. Das ist ein klasse Tor. Ja, und nichts war es mit dem Doppelpack. Müller. Arjen Robbens erfolgloser Pass. Ein sehr schöner Pass. Schön das Spiel auf die Flügel verlagert. Herrliche Flanke. An die Latte! Die Abwehr steht goldrichtig. Nöte. Ballbesitz für Bayern München. Da freut sich der Trainer. Ein Freistoß, eine Entscheidung, über die man nicht reden muss. Ein Freistoß für den deutschen Rekordmeister, für den FC Bayern München. Und da ist jetzt natürlich einiges möglich aus dieser Entfernung. Da könnte man sogar... Und dafür musst du dich als Torwart noch nicht mal bewegen. Und die Fans, die sind jetzt richtig ungeduldig. Und das kriegst du, Manni, da unten als Spieler natürlich mit. Und du wirst unruhig, aber ich kann es verstehen. Denn was die hier bisher abliefern, das ist nix. Ich weiß nicht, wie viele Chancen die gehabt haben. Irgendwie tendierte das gegen Null. Und jetzt machen die so ein Ding aus dem Nichts. Selten stimmte dieser Satz so extrem, Manni. Ein Tor aus dem Nichts. Vielleicht gibt es die Wende. Also das ist eine Riesenaktion. Habe ich selten gesehen. Oh, ein hartes Zweikampfverhalten. Ich bin mal auf den Schiri gespannt. Da nutzt keine Ermahnung, da gibt es eine Verwarnung. Gelb. Nicht schlecht gemacht von Bastian Schweinsteiger. Der hält auch aus der Distanz drauf. Das sollte der Gegner wissen. Und unterbinden vor allen Dingen. Wenn das mal so einfach wäre. Vorsicht, es ist noch nicht vorbei. Die Fans, sie freuen sich über solche präzisen Abwehraktionen. Das wollten sie ja gar nicht, aber Bastian Schweinsteiger hatte ihn den Ball. Arjen Robben den Ballbesitz. Also ich habe das Gefühl, da ist Unsicherheit drin. Die Nervosität ist bis hier oben zu spüren. Es muss Einwurf geben. Toni Kroos. Und der Pass von Bastian Schweinsteiger landet beim Gegner. Möglichkeit jetzt. Nöte. Verzogener Ball, wie ein verzogenes Kind. Ja, und wie ein verzogenes Kind steht er da auch zum Ball. Nämlich alles andere als optimal. Gut gemacht. Und jetzt weg damit. Da rettet der Pfosten. Toll, wie er das macht. Ribéry. Gerade noch rechtzeitig geklärt. Arjen Robben den Ballbesitz. Ein herrlicher Pass. Nöte. Gomez. Müller. Souverän geklärt. Toni Kroos. Und jetzt. Und der Ball erzappelt im Netz. Wird der Trainer jetzt reagieren? Normalerweise muss er die Abwehr jetzt ein bisschen umbauen.
denn der hat ja schon zwei Tore gemacht. In dieser Partie kann man reinen Gewissens von einer einseitigen Begegnung sprechen. Nochmal die Führung ausgebaut. Die Fans des FC Bayern können zufrieden sein, denn die Münchner gehen als Sieger vom Platz. Sie lagen nach Punkten ja bereits zurück. Tja, und da konnten sie natürlich keine Niederlage gebrauchen.